Sonntagmorgen, 10 Uhr, jetzt wird es Zeit für ein bayerisches Weißwurstfrühstück. Servus, ihr Tabak- und Pfeifengenießer hier auf YouTube und Kochfreunde. Gell? Jetzt ist Sonntag, 10 Uhr am Morgen und gerade die richtige Zeit für ein bayerisches Weißwurstfrühstück. Und zu so einem Weißwurstfrühstück bayerischen braucht man eigentlich nicht viel. Man braucht Weißwurst, man rechnet da 2-3 pro Person, mir gelangen immer 2. Dann brauchst du frische Brezen, dann brauchst du einen Weißwurstsenf, gell? Und natürlich ein Weißbier. Und in dem Fall ist mein Lieblingsweißbier, Franziskaner. Die Weißwurst sind natürlich noch nicht fertig. Und ich habe mir jetzt schon mal ein Weißbier gegönnt, weil ja, ab 10 ist das gesellschaftsfähig in Bayern. Gell? Prost auf euch! So, und jetzt nehme ich euch mit in die Küche und dann zeige ich euch, wie man die Weißwurst macht. Gell? Ja, das Wasser muss kochen. Gell? Ich habe ein bisschen Salz rein, da, Petersil. Und jetzt tun wir es auf Zeiten, das soll es nämlich nicht mehr kochen. Und jetzt werden Weißwürste gelegt. Und die lassen wir jetzt so 10 Minuten ziehen, gell? Nicht mehr kochen, sonst platzen sie auf. Und dann gehen wir schon essen. So, und jetzt haben wir das angerichtet, gell? Ja, und jetzt zeige ich euch, wie man die Weißwurst essen kann. Traditionell und ja, ein bisschen anders halt, ne? Wir preisen. So, dann tun wir uns mal eine raus, gell? Ui. Breze. Frisch. Ah, bei uns hat der Bäcker am Sonntag auch auf, gell? So. Zwei Möglichkeiten, wie man eine Weißwurst isst. Traditionell, bei uns in Bayern wird die gezuzelt. Gell? Das heißt, du nimmst die in die Hand, tauchst das sauber in den Senf rein und zuzelst die raus. Du darfst einmal von der Brezen essen. Und dieser Vorgang wird wiederholt, bis die Weißwurst weg ist. Gell? Weißwurst, Grützen, Weißbier. Und jetzt gibt es eine andere Art, die zeige ich euch jetzt auch. Eine andere Möglichkeit noch, wie du die Weißwurst schneidest. Du kannst es jetzt komplett so runterschneiden und die Haut abwickeln. Machst du aber auch wieder Fingerdrecker. Gell? Oder wenn du deine Finger gar nicht dreckig machen willst, dann machst du es so und schneidest die Dreiviertel durch. Ja, klappst es auf die Seiten und tust die Wurst. Ups. So raus. Ja, dann kannst du es auch wieder genießen. Ja, wie gesagt, ob du es jetzt zuzelst oder so ist, bleibt dann jedem selber überlassen. Ehrlich gesagt, wir zuzeln lieber. Das war's schon wieder. Wir lassen uns jetzt die Weißwurst noch schmecken. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.